Grauen, 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 grau. Wettervorhersage, grauen, 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 grau. Laune mittelmäßig. Wir haben Donnerstag. Die Autobahn ist nass und kalt, es geht Richtung Bozen. Wir sind in Bruneck angekommen. Das Wetter hält sich. Und jetzt geht's zum Messner Mountain Museum. Das Mountain Museum ist eins von fünf. Zwei weitere hatten wir schon besucht. Das Museum liegt in einer Burg oberhalb von Bruneck. Ausstellungen zum Wohnen, Leben und Essen anderer Kulturen. Und eine gute Aussicht über die Stadt, das Tal und nach Tirol. Bergbilder, die man aber mögen muss. Ja, da oben ist der Kronplatz, ne, wo wir waren. Bisschen außer Atem gekommen waren wir doch, denn Holzstufe für Holzstufe musste erklommen werden. Routenplanung. Angeblich zurück. Kurze Debatte. Das Wetter war ja immer noch nicht so toll. Fremde Kulturen. Deshalb die Frage, wo würden wir heute Abend übernachten? Der Staller Sattel war das Ziel. Ein nicht so bekannter Pass, der sich durch seine schmale Straßenführung auszeichnet. Das Wetter wurde schlechter. Eigentlich eher sauschlecht. Neblig, kalt und der Sprit wurde allmählich knapp. Und dann kam sie endlich, zum Glück. Spritreserve 2 Kilometer und da war sie, unsere Tankstelle. Nachdem wir aufgetankt hatten, fühlten wir uns wieder wohler. Und es ging Richtung Deutschland. Zunächst über den Felbert-Tauern-Tunnel. Felbert-Tauern-Tunnel. Mautpflichtig 5 Euro, aber extrem gut ausgebaut. An St. Moritz vorbei. Leider regnet es immer noch. Und da waren wir. Auf der Suche nach dem richtigen Auwirt wird jetzt gegoogelt. Kitzbühel sollte unsere Übernachtungsstation werden. Ausgestorben. Weihnachtlich. Der nächste Morgen entschädigte. Bestes Wetter, strahlend blau, 2 Grad über Null. Wir planten, die Panorama-Höhenstraße in Kitzbühel zu fahren. Nur für uns. Goldener Oktober mit gelben, braunen Bäumen und toller Sonne. Streckenweise leider der Sonne entgegen, was es nicht einfacher machte. Okay.
Und da war sie, die Mautstation, die beinahe unsere Kreditkarte geschluckt hätte. Aber wir haben sie mit einem Messer wieder herausbekommen. Weiter ging es zum Gipfel. Die Blicke ins Tal wurden immer weiter, die Luft immer klarer. Aber man musste sich konzentrieren, weil es der Sonne entgegenging. Das Kitzbühler Horn hochgefahren, eine Mautstraße. Etwas kalt war es dann doch, aber der Ausblick war sensationell. Und schon ging es weiter. Wir hatten ja noch einige Kilometer zu bewältigen. Wir wollten in Richtung der Oberbayerischen Seen fahren. Achensee, Tegernsee, Starnberger See. Ein letzter Blick über das Tal und dann waren wir schon unterwegs Richtung Kufstein. Kufsteiner Burg, die wir ein andermal besuchen wollen. Das Wetter wurde etwas grauer. Und als wir dann am Tegernsee war die Wolkendecke so weit unten, dass es keinen Spaß machte anzuhalten. Also Alternativplan gefasst. Es geht zum Buchheim-Museum. An den Starnberger See. Wir sind am Buchheim-Museum, Starnberger See, Expressionistenausstellung. Das Café, was ich Rolf versprochen Eine tolle Ausstellung zu Komplementärfarben mit Expressionisten. Weltberühmte Bilder, die man in dieser Form nur selten zu sehen bekommt. Buchheim hat den Film Das Boot gemacht und dadurch die Finanzierungsgrundlage für das Museum geschaffen. Das Wetter ist aufgeklärt. Ein letzter Blick über das Museum. Wir wollten noch zum Ammersee. Ein kurzer Weg und dann waren wir auch schon da. Kloster Andex am Starnberger See. Eine tolle Anlage, eine tolle Kirche und auch eine Brauerei. Das Wetter war mittlerweile etwas besser geworden, sodass wir das Ganze einmal aus der Drohnenperspektive näher angucken mussten. Der Klosterladen ist sehr zu empfehlen. Hier kann man das hochprozentige Bier einkaufen. Eine tolle Erinnerung. Die Barockkirche, üppig gestaltet, lohnt einen Besuch. Und auch die Gänge außen um die Kirche herum sind sehr sehenswert. Man sollte für die ganze Anlage etwa 1,5 Stunden einplanen. Wir waren dankbar, dass das Wetter so schön wurde, denn wir wollten an diesem Nachmittag noch weiter Richtung Norden fahren. Aus
aus dieser Richtung waren wir gekommen und in der Ferne waren noch Regenwolken zu sehen. Jetzt ging es mit langen Schatten weiter Richtung Rothenburg ob der Tauber. Rothenburg ob der Tauber liegt in Franken. Es hat eine tolle Altstadt und man muss es unbedingt besuchen. Die Altstadt war fast ohne Touristen, was sehr ungewöhnlich ist. Aber im Corona-Jahr waren die Japaner, Chinesen, 9 Uhr morgens, und Amerikaner ausgeblieben. Ein schneller Streifzug durch die Stadt. Morgens am Markt. Hotel Butz, wir können es nur empfehlen, mitten in der Innenstadt. Die Sachen waren gepackt. 350 Kilometer galt es noch nach Hause zu fahren. Und so endet sie allmählich, unsere Einwochenreise. Die uns nach Italien und an viele Städten geführt hat. In guter Erinnerung behalten werden. Mit vielen Eindrücken im Gepäck kehren wir zurück. Wir werden noch einmal in Würzburg zum Tanken halten. Dann waren wir auch schon bald in Köln und Bonn.